Die Erfindung der Lumières hat durchgeschlagen, hat nicht nur weltweites Interesse geweckt, wie so viele technische Neuerungen, die damals über die Jahrmärkte und so weiter distribuiert wurden, wie die Elektrizität, die Röntgenologie, der Phonograph, das Grammophon, sondern das Interesse an der Kinematografie etabliert sich als etwas Beständiges. Die Lumière selbst werden diese Entwicklung noch einige Jahre mit begleiten, über 1400 Filme in ihrem Katalog zeigen, von einem reichen Schatz an Kinematografie aufgenommen in allen Teilen der Welt. Aber es sind die Schausteller, die das Medium übernehmen und in Österreich als Einzelunternehmen die ganzen Teile der Monarchie bereisen und das Kino als ein Medium etablieren. Hier haben wir eine ganz besondere Schatzkiste. Das ist der älteste österreichische Filmprojektor. Er stammt noch aus der Zeit vor der Jahrhundertwende und er wurde von der K&K Hofmanufaktur Lechner und Müller in Wien verkauft. Wir werden ihn jetzt öffnen und Ihnen zeigen, wie man Filme komplett projiziert. Das ist ein klassischer Wanderkinoprojektor. Hier im oberen Magazin wird der Film, der gezeigt werden soll, eingelegt, durchläuft den Projektor mit seiner ruckartigen Fortschaltung. Im Falle dieses Projektors ein fünfteiliges Malteserkreuz. Hier drinnen haben wir eine sehr starke Bogenlampe, womit bis zu 120 Ampere das Bogenlicht erzeugt wird, das über diesen kleinen Kondenser hier direkt auf das Filmbild geworfen wird und vom Projektionsobjektiv mit einer Einstellung für die Schärfe hier durch diese Öffnung auf die Kinoleinwand geworfen wird. Der Film selbst, recht typisch für die Frühzeit, wird nicht aufgewickelt, sondern läuft frei ab in einem Korb. Und jetzt versuchen wir, dieses Gerät in Betrieb zu nehmen. Hier haben wir die Bogenlampe, heute auch nach über 100 Jahren, nach über 120 Jahren noch voll funktionstüchtig. Die bringt das enorm helle Licht, denn das Filmbild mit seinen 24 mm Breite wird auf das mehr als tausendfache vergrößert. Und dafür braucht man Licht, das sehr heiß wird. Und hier sehen wir, wie der Kohlebogen langsam anbrennt. Und sein Licht dann zum Kondenser hinwerfen wird. Die enorme Hitze, die von seiner Bogenlampe ausgeht, ist natürlich in der Lage, den Film sofort zu entzünden. Der Film besteht aus Nitrocellulose, ist also chemisch eng verwandt mit Schießbaumwolle und im Brandfall unlöschbar. Das hat auch bereits in der Frühzeit zu furchtbaren Unglücken geführt und aus diesem Grunde hat die österreichisch-ungarische Monarchie sehr, sehr bald eine grundsätzliche Prüfung für Kinoprojektoren vorgeschrieben. Sie wurde vom Kaiserlich-Königlich-Technologischen Gewerbemuseum in Wien in der Währingerstraße ausgeführt und mit einer Prüfplakette, einer plombierten, bestätigt. Dieser Projektor trägt die Prüfnummer 5. Es ist der fünfte in Österreich geprüfte Projektor. Wir sehen hier die Plakette. Wir sind also sicher unterwegs und werden jetzt einen Film einlegen.